Reinigen mit Papier ist eine dumme Idee. Ich gehe ja auch nicht mein Haus ohne zu duschen zu haben. Ich reinige mein Mountainbike nicht mit einem trockenen Stück Papier. Ich mache nichts sauber mit einem trockenen Stück Papier. Es macht keinen Sinn. Wasser ist richtig. Und wir haben allgemein unsere Beziehung zu Wasser und Reinigung verändert. Vor 100 Jahren habe ich mich gereinigt, das war ein funktionaler Ablauf. Heute habe ich Regenduschen und es ist Teil des Wohlbefindens. Sauberkeit ist Teil des Wohlbefindens, aber auch der Akt ist ein Teil des Wohlbefindens. Und meiner Ansicht nach ist es absurd, dass wir uns im 21. Jahrhundert mit Papier reinigen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt und ich würde fast wetten, dass jeder Mensch, der für eine Woche in seinem eigenen Haus in Ruhe ein Dusch-WC erleben könnte, nicht nur sehen, wie gut das funktioniert, sondern auch wie angenehm das ist und wie plötzlich der gesamte Toilettengang ein angenehmes Erlebnis wird und dass man sich viel, 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 viel sauberer fühlt. Nach einer Woche ist jeder überzeugt.